Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Floral Temples hier aus der Stadt, deren Name leider unaussprechlich ist. Wir suchen hier das Haus von, ich glaube Garrison heißt er. Ja, ich glaube Garrison. Hier ist es schon mal nicht, das ist nämlich zugeschlossen. Okay, dankeschön. Okay, danke für die Beeren. Sie sagt, ich kümmere mich nicht genug um meine Pokémon. Das ist sehr nett von ihr. Sie kann das bestimmt gut einschätzen, dass sie mich jetzt 2 Sekunden schon kennt. Wohnt er vielleicht hier? Das ist ein süßes Haus. Hallo? Ach, okay. Nee, hier kann man nur Attacken verlernen. Der Attackenverlerner. Na gut. Ach, ich glaube, ich habe es gefunden. Hallo? Nicht viele Leute kämpfen hier. Das ist ganz schön langweilig. Jo, gut. Okay, das Route E, aber da will ich ja noch nicht hin. Hallo? Warum dürfen Leute heutzutage einfach so in Häuser laufen? Wer auch immer der Idiot war, der damit angefangen hat. Oh. Ihr seid die Leute, wegen denen Garrison mich angerufen hat. Kommt rein, kommt rein. Entschuldigung, dass ich so unhöflich war. Ich hätte euch nicht so schnell erwartet. Mein Name ist Rose. Ich bin Garys ältere Schwester. Ich hätte nicht gedacht, dass wir seine Familie treffen. Mein Name ist Faye. Und meine stille Freundin hier drüben ist Miri. Es ist immer schön, Garys Freunde zu treffen. Ich habe gesagt, du sollst mich nicht so nennen. Gary, du bist zurück. Was los? Was geht, Garrison? Wo ist Dell? Ich dachte, er würde mit dir kommen. Dell wollte erst noch seine Pokémon heilen. Er wird bald da sein. Okay. Okay, dann legen wir mal los. Ich habe gehört, ihr sucht nach Tickets für die SS Gladiolus. Warum? Dell, du bist da. Oh, noch einer von Garys Freunden. Setz dich bitte, Dell. Du bist gerade rechtzeitig. Rose, lass mich dir das erklären. Oh Mann, Garrison. Man sollte meinen, dass du nach all den Jahren endlich weißt, wie man mit Mädchen redet. Ich weiß, dass ich's versaut habe. Aber das ist der Grund, warum ich hier bin. Ich möchte Dori retten, bevor irgendwas passiert. Naja, sie wurde schon entführt. Das ist ein bisschen zu spät. Und bevor ihr Vater es rausfindet, das wird der wahre Grund sein. Okay, also, haben wir Grund zur Annahme, dass diese Team Blight-Typen sich auf der Ixora-Insel verstecken. Haben wir das? Gut zu wissen, wusste ich bisher noch nicht neue Informationen. Habe ich nicht aufgepasst? Vielleicht. Haben sie es bisher noch nicht gesagt? Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Ja, ich hab sowas gehört. Okay, wir wussten es bisher noch nicht. Neue Information. Okay, ich brauche etwas Zeit, um die Tickets zu besorgen. Die sind ganz schön teuer, weißt du? Vielleicht ist es einfacher, wenn ich euch aufs Boot schmuggle. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Es wird ganz schön schwierig, wenn wir erstmal auf der Insel sind, überhaupt wieder zurückzukommen. Ha, du hast recht. Wenn es nicht möglich ist, dann finden wir einen anderen Weg. Vertraust du mir etwa nicht, Gary? Nein, ich... Keine Sorge, Leute. Ich krieg das schon hin. Ich kenne einen Typ, der uns die Tickets einfach besorgen kann. Das hört sich nur sehr bedingt legal an. Nun, okay. Ich werde ihn kontaktieren. Ihr wartet einfach draußen oder so. Rose scheint sehr mysteriös zu sein. Ja, sie war schon immer gut mit illegalen Dingen. Ich frage normalerweise nicht weiter nach. Ich meine, wenn es funktioniert, dann funktioniert es, nicht wahr? Ja. Wie auch immer, ich werde mich jetzt mit ein paar alten Freunden treffen. Sagt mir Bescheid, wenn Rose euch kontaktiert. Ganz schön verrückt, was hier alles abgeht, seit wir aus dem Waisenhaus raus sind. Ja, fühlt sich an, als wären wir auf der Spur von etwas Großem. Naja,
Wir können hier jetzt jedenfalls nicht mehr raus. Dori braucht unsere Hilfe. Ich denke, du hast recht. Oh ja, ich möchte zusehen, wie du und Miri kämpft. Ich habe euch noch nie dabei zugesehen. Das sollte ziemlich cool sein. Nur wenn Miri will. Na gut. Okay, dann los geht's. Miri versus Del. Das wird episch. Okay. Ein Staravia. Ach du, es ist Level 25. Ich habe keinen Bock, dass das mit einer Kampfattacke kommt und mir das Eis-Pokémon weghaut, ehrlich gesagt. Oh, es tut mir leid. Du musst drin bleiben. Was hast du denn für Attacken? Ah. Tut mir leid. Ups. So. Dafür kann jetzt aber das Glaziola sicher rein. So. Ich bin leider nicht schneller. Aber dafür habe ich ja die Erstschlagattacke. Falls es nicht reicht, aber es reicht. Ich muss mir das Glaziola vor allem aufheben. Wegen seinem Drachen. Okay, Gestein. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Okay. Interessant. Interessantes Team hat er. Die Teams sind hier sehr cool zusammengestellt, muss ich mal sagen. Au. Oh, er boostet sich. Es fängt gleich gut an. Aber das sollte... Das macht gar keinen Schaden. Okay. Ich dachte, das... Oh, krass. Das ist super effektiv. Aber es macht quasi keinen Schaden. Dabei bin ich nur 4 Level drunter. So viel ist das doch gar nicht. Na, wenigstens macht er mir auch nicht so viel Schaden. Ich habe ihn gecrittet. Das wird trotzdem nicht reichen. Natürlich nicht. Ja, toll. Das wird schon wieder nicht reichen. Na, ob das in der Grenze drin ist, wo er heilt? Anscheinend nicht. Und er ist daneben. Glück gehabt. Okay. Aber das gibt hoffentlich gut XP. Ja, Level 22. Das dürfte der Drache sein. Ist das schon Draschel? Nein, noch nicht. Ist noch Kidwurm. Okay. Dann ist er gut. Ja klar, auf Level 25 sollte das noch nicht die nächste Entwicklung sein. Wobei, nach dem Trikifalo, das total unterlevelt war. Ah ne, da habe ich ja gar keinen Biss drauf. Ja gut. Sehr gut. Ach, das macht ja auch gut Schaden. Okay. Oh, natürlich heilt er es. Freundchen. Als wäre das Ding nicht schon langsam genug. Na gut. Aber das gibt sogar ein Level Up. Das ist doch nett. So ein krasses Shiny, die so cool aussehen. Warum? Warum haben alle Shinies, nur ich nicht? Fies. Ich will auch ein cooles Shiny, das so cool aussieht. Das sind ja keine normalen Shiny, das sind ja krasse Shiny. Die ein ganz anderes Farbkonzept haben. Oh, ernsthaft? Aber cool, dass er... Der hat ein echt cooles Team.
Das muss man ihm lassen. Ich glaube, noch langsamer kann das langsam nicht werden. Okay. Reicht das jetzt? Nein. Aber er kriegt mich, glaube ich, down. Dann kriegt schon jemand anders die XP. Weil Glaziola ist sowieso das stärkste Pokémon im Moment im Team. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, das ist schneller. Ich hoffe, das hat irgendwas. Hat gereicht, okay. Ja, viel XP gab jetzt das nicht entwickelte Pokémon natürlich nicht. So, guter Kampf. Aber ich muss immer noch an mir arbeiten. Oh wow, ihr seid wirklich krass. Aber ich habe das Gefühl, dass ich ganz schön hinter euch bin. Sieht so aus, als müsste ich ein bisschen mehr trainieren. Wie auch immer, ich werde mich jetzt umschauen. Ich suche nach einem bestimmten Pokémon. Und je mehr Zeit ich zu suchen habe vor der Arena, vor der nächsten Arena, desto besser. Tschüss, Del. Bleib in der Nähe, dann können wir dich rufen, wenn was ist. Ich werde nicht hinter euch beiden zurückfallen. Ich werde meine Pokémon trainieren, sodass ich dich besiegen kann. Ich hoffe, du tust das Gleiche. Ich möchte keinen einfachen Kampf. Komm zu mir, wenn du was von Rose hörst. Verdammt, sind alle gegangen? Könntest du sie bitte alle holen? Der Typ mit den Tickets kommt bald. Tut mir leid, dass ich dich zu sowas zwinge. Ich würde es ja selbst tun, aber ich muss das Haus vorbereiten. Was? Warum muss sie das Haus vorbereiten? Ich wette, dieser mysteriöse Typ ist einfach Katze der Dieb. Ich wette es. Okay, Entschuldigung, was auch immer. Ich gehe jetzt erstmal Pokémon heilen. Ich wette, der Typ ist Katze der Dieb. Wer sollte auch sonst sowas machen? Und ich habe keine Ahnung, wo die beiden hingegangen sind. Toll. Ich suche gerne Menschen. Hallo. Oh, Leuchtturm. Oh, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich bin noch gar nicht hier runter. Okay. Oh, hier wollte ich nicht hin. Entschuldigung. Na toll. Wie soll ich die denn finden? Hallo? Hallo? Leute. Oh. Immer diese NPCs, die mit voller Absicht einem in den Weg laufen. Nee, das ist nicht Del. Sind jetzt auf die unterschiedlichen Routen gegangen, oder? Ich habe gar keine Ahnung. Die ist doch hier runtergelaufen. Doch klar ist sie hier runtergelaufen. Del wahrscheinlich auf die Route hier oben, oder wie? Da. Oh, was ist los, Miri? Ich suche nach einem Pokémon, aber ich finde es irgendwie nicht. Rose hat Tickets? Okay, dann gehe ich zurück. Hey, warte. Ihr wisst nicht zufällig irgendwas über die SS Gladiolus, richtig? Warum sollten wir Team Bleitypen darüber irgendwas erzählen? Warum geben wir uns überhaupt mit solchen Leuten ab? Lass uns selber nachschauen. Ich denke, die Leute sind einfach zu verbissen, um anderen einfach zu helfen heutzutage. Kein Wunder, dass diese Region vor die Hunde geht. Irgendwie sind sie mir mit allem, was sie sagen, noch unsympathischer. Sieht so aus, als würden sie was über das Schiff rauskriegen wollen. Wir sollten die anderen warnen. Verwirrend, aber okay. Was gibt es hier für Pokémon? Ob er das wohl wollte? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Wir gucken. Nee, ich würde sagen, wir gucken da noch ein Pokémon, ob irgendwas Krasses dabei ist, aber sieht nicht so aus, ehrlich gesagt.
Nee. Okay. Nein, ich will nicht kämpfen, aber danke. Gut. Dann muss ich nur noch die andere finden. Leute, aber das sollte erstmal für heute gewesen sein. Wenn ihr wissen wollt, was als nächstes passiert, warum die ihr Haus vorbereiten muss für den komischen Typ mit den Tickets und was sonst noch für schöne Dinge passieren, schaltet zur nächsten Folge wieder ein. Bis dann, macht es gut und tschüss.